Ich werde Ihnen im nachfolgenden Video die PowerProtect Data Manager Konfiguration zeigen. Diese erfolgt nach einer erfolgreichen OVA Installation. Wir begeben uns auf die PowerProtect Data Manager Anmeldemaske und loggen uns mit dem Admin und dem Passwort ein. Der Welcome Screen des PowerProtect Data Managers erwartet uns mit zwei Optionen. Der Option für die Neuinstallation oder einer Option für ein Disaster Recovery. Wir wählen New Install aus und klicken auf Next. Die Lizenzinformationen können wir hier eingeben. Für unser Beispiel reicht die 90 Tage Evaluierungslizenz aus. Hier können wir uns aussuchen, ob wir für alle User identisches Passwort vergeben oder individuelle Passwörter für die einzelnen User vergeben. In meinem Beispiel reicht mir ein Passwort für alle User aus. In den System Settings können wir nun die Zeitzone des Data Managers auswählen. In meinem Beispiel werde ich Europa Berlin hier auswählen und einen oder mehrere Zeitserver, NTP-Server eintragen, die hier zur Synchronisation der Systemzeit dienen. In den E-Mail-Setup-Optionen können wir einen E-Mail-Server, den Hostnamen oder eine IP-Adresse eintragen, ein Absender- und ein Empfängerfeld für diese E-Mail sowie auch eine Authentication mit Passwort, die es uns ermöglicht, einen Autosupport zu schicken. In meinem Beispiel ist das Versenden von Autosupports nicht notwendig, weshalb ich diese Option komplett ausschalte. Nochmal kurz die Zusammenfassung aller eben eingetragenen Werte mit der Bitte zur Überprüfung, bevor wir diese Werte mit Done bestätigen. Nun beginnt die eigentliche Konfiguration des PowerProtect Data Manager und nach Abschluss dieser Konfiguration, die durchaus einige Minuten in Anspruch nehmen kann, werden wir auf die Anmeldeseite weitergeleitet. Wir melden uns nun mit dem Admin-Account und dem eben vergebenen Passwort in dem PowerProtect Data Manager Anmeldebildschirm an. Wir gelangen nach erfolgreicher Anmeldung auf den Getting Started-Bildschirm, den wir jederzeit auch durch Klicken auf das Zahnrad Getting Started erreichen können. Was wir hier sehen, ist eine Auswahl von Wizards, die uns durch diverse Operationen führen. Wir werden hier lediglich den Wizard für das VMware vCenter auswählen. In den Asset Sources unter vCenter fügen wir nun einen vCenter Server hinzu, dem wir einen Namen geben. In unserem Beispiel wird das einfach der vCenter sein und dann den voll qualified Domain Name des vCenter Servers, einen Port sowie auch die notwendigen Credentials mit einem Namen und einem Passwort, der für die Anmeldung am vCenter validiert ist. Eingegebene nochmal validieren, um sicherzustellen, dass die Anmeldeinformationen auch stimmen. Wir verifizieren das Zertifikat, akzeptieren das Zertifikat, um dann mit einem grünen Verified Checkmark sicherzustellen, dass alle Anmeldeinformationen soweit richtig eingegeben sind und speichern die Konfiguration mit dem vCenter ab.
Glückwunsch, Ihr Data Manager ist nun konfiguriert für einen VMware-Backup. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mein Name ist Jürgen Schubert, Data Protection Divisions der Dell Technologies hier in Deutschland.